Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es wieder eine neue SBC bzw. sowas ähnliches. Wir hatten ja letztens den Megatransfer und jetzt haben wir den nochmal einen Megatransfer und wie das Ganze funktioniert, ist es im Endeffekt genau gleich. Ich erkläre es jetzt aber nochmal für Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Und zwar hier gibt es vier SBCs. Man braucht hier 75er, 80er, 82er und 86er. Wenn man es alles abgibt, bekommt man bei jeder SBC 200 Münzen, das heißt, ihr habt dann 800 Münzen bekommen. Und ihr bekommt am Ende ein seltenes Spielerpack. Ist natürlich untauschbar. Das ist genau das gleiche wie hier. Das heißt 50k Pack. So, was ihr jetzt hier braucht, ihr braucht genau vier Karten. Ich zeige euch ganz kurz, dass bei jeder SBC ist es genau eine Karte. Ich zeige es euch schon, bei einer SBC braucht dann immer genau eine Karte. So, und welche Karten da ich verbrauchen tut, da müsst ihr jetzt hier unter Footzentrale gehen. Ist wieder das komplett dasselbe wie mit dem anderen Spieler, also wie mit eben hier. Ist genau das gleiche, ihr müsst auf jeden Fall einmal diese Aufgabe hier, die ist sehr, sehr wichtig, also bereitet drei Tore mit Premier League Spielern vor. Diese habt ihr die 75er Version, die erste. Dann hier treffen drei separaten Partien mit den Karten, also mit der 75er Karte. Dann kriegt ihr den 80er, also die 80er Version. Und seine Endkarte, da können wir von rechts sehen, die ist irgendwie auch sehr, sehr stark, so, also ist sehr, sehr schnell. 8, 9 Stempel, also man muss wissen, ob man die wirklich alle abgeben will. Man muss die auch wirklich alle abgeben, also auch den 86er. Jetzt hier in vier verschiedenen Squad Battle Partien, mindestens Schwierigkeit ist Profi mit der 80er Version per flachem Vollspannschuss. Ja, und dann auf jeden Fall zu guter Letzt, ja, okay, das ist genau, das sind die schon die drei Versionen. Also das heißt hier 82er, hier die 80er und die 75er und die letzte Karte bekommt ihr, wenn ihr halt alle Aufgaben macht. Und wenn ihr dann diese vier Karten habt, könnt ihr. Ja, ihr seht jetzt schon die Aufgaben. Also manche Aufgaben sehen auf jeden Fall schwer aus. Ja, hier 15 Spiele müsst ihr mit dem Spieler spielen. Das ist natürlich schon ein bisschen mehr. Also das kann schon ein bisschen dauern. Also es dauert schon ein bisschen die Aufgaben. Ich habe mir jetzt nicht alle angeschaut. Auf jeden Fall sieht es so aus, dass es ein bisschen dauert. Ihr seht aber auch hier ein seltenes Spielerpack. Also bekommt man auf jeden Fall das ein oder andere Pack auf jeden Fall noch dazu. Ja, seltene Spielerpacks bekommt man hier einige. Ja, an sich sonst die Karte, die letzte, ich würde die auf jeden Fall, wenn man das Ganze macht, würde ich das alles machen. Aber die letzte Karte würde ich auf jeden Fall eher behalten, anstatt die alle dann vier, weil es ist ja schon eine Arbeit, was man da reinsteckt, dann wieder alles abzugeben. Und dann bekommt ihr halt nur ein 50k, wenn ihr alles abgibt. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, diese Erklärung dazu, wie das Ganze hier funktioniert, hat schon voll geholfen. Würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare zu dem Spieler schreiben. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao.